will unter den Menschen sein. Komm her, freu dich mit uns unter uns sein. Komm her, öffne dem Herrn dein Herz, deinem Nächsten öffne das Herz und erkenne in ihm den Herrn. Komm her, freu dich, der Herr will unter uns sein. Komm her, freu dich mit uns, nimm teil an dessen Gemeinschaft, nimm teil, er will unter den Menschen sein. Zur Feier des Sonntagsgottesdienstes darf ich Sie alle daheim ganz herzlich begrüßen, hier aus unserer schönen St. Stephanuskirche. Wo wir diesen Gottesdienst beginnen, Gott einladen, ihm unser Herz öffnen, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Liebe Gemeinde, Armut, Hunger und Durst gehören immer noch zu den größten Nöten der Menschen in dieser Welt. Leider ist das bis heute so, obwohl es nicht an weltweiten Nahrungsmitteln fehlt. Jesus sagt uns heute im Evangelium zu: Gebt ihr ihnen zu essen. Wir Menschen hungern und dürsten nach Wasser und Brot für unseren Körper, für unseren Leib. Zugleich hungern und dürsten wir nach Nahrung für unsere Seele, für unser Herz, hungern nach Zuneigung und Liebe. Bitten wir Gott um sein Erbarmen für uns, dass wir unseren Lebenshunger stillen können und einander beistehen und helfen, damit alle Menschen satt werden. Herr Jesus Christus, du hast Worte ewigen Lebens. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Du hast Hungernde gespeist und Kranke geheilt. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Du bist für uns zum Brot des Lebens geworden. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Herr, guter Gott, erbarme dich über uns. Stille unseren Hunger, unsere Sehnsucht nach Leben, nach Lebendigkeit und Glück. So erfülle du uns neu mit deiner Kraft und Liebe. Amen. So lasst uns beten. Herr unser Gott, Schöpfer der Welt, Geber aller guten Gaben, steh deinen Gläubigen bei und hilf uns, deine Gaben gerecht zu teilen, damit alle Menschen satt werden und davon leben können. Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn. Amen. Lesung aus dem Buch des Propheten Jesaja. Auf, ihr Durstigen, kommt alle zum Wasser.
Auch wer kein Geld hat, soll kommen. Kauft Getreide und esst, kommt und kauft ohne Geld. Kauft Wein und Milch ohne Bezahlung. Warum bezahlt ihr mit Geld, was euch nicht satt macht, und mit dem Lohn eurer Mühen, was euch nicht nährt? Hört auf mich, dann bekommt ihr das Beste zu essen und könnt euch laben an fetten Speisen. Neigt euer Ohr mir zu und kommt zu mir. Hört, dann werdet ihr leben. Denn ich will einen ewigen Bund mit euch schließen, gemäß der beständigen Huld, die ich David erwies. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott, dem Herrn. Seid das Volk, das der Herr sich ausersehnt, seid eines Sinnes und Geistes. Ihr seid getauft durch den Geist zu einem Leib. Halleluja, 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 Halleluja. Ihr seid das Licht in der Dunkelheit der Welt. Ihr seid das Salz für die Erde. Denen, die suchen, macht er den schweren Weg. Halleluja, 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 Halleluja. Halleluja. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit, als Jesus hörte, dass Johannes enthauptet worden war, fuhr er mit dem Boot in eine einsame Gegend, um allein zu sein. Aber die Leute in den Städten hörten davon und gingen ihm zu Fuß nach. Als Jesus ausstieg und die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen und heilte die Kranken, die bei ihnen waren. Als es Abend wurde, kamen die Jünger zu ihm und sagten: Der Ort ist abgelegen und es ist schon spät geworden. Schick doch die Menschen weg, damit sie in die Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen können. Jesus antwortete: Sie brauchen nicht wegzugehen, gebt ihr ihnen zu essen. Sie sagten zu ihm: Wir haben nur 5 Brote und 2 Fische bei uns. Darauf antwortete Jesus: Bringt sie her. Dann ordnete er an, die Leute sollten sich ins Gras setzen. Und er nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf, sprach den Lobpreis, brach die Brote und gab sie den Jüngern. Die Jünger aber gaben sie den Leuten und alle aßen und wurden satt. Als die Jünger die übrig gebliebenen Brotstücke einsammelten, wurden 12 Körbe voll. Es waren etwa 5000 Männer, die an dem Mahl teilnahmen, dazu noch Frauen und Kinder. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus.
Liebe Gemeinde, zwei kleine Wörter spiegeln für mich die ganze Einmaligkeit und Größe Gottes in diesem Evangelium wider. Da heißt es, wie Jesus sich auf den Weg in die Einsamkeit begibt, um allein zu sein, da folgen ihm die Leute. Als er dann aus dem Boot aussteigt und die vielen Menschen sieht, die ihm gefolgt waren, da rührte es ihn an und es heißt, er hatte Mitleid mit ihnen. Für mich heißt das, wir sind Gott nicht egal, wir sind ihm nicht gleichgültig. Gott sieht unsere Not und lässt sich von uns berühren. So wendet er sich uns Menschen zu und zugleich traut er uns aber auch zu, etwas zu tun, um die Not der Menschen lindern zu können. So sagt er uns, könnt auch ihr einander euer Leben teilen und euch gegenseitig helfen. Jesus sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Gebt von euren Nahrungsmitteln ab, von dem, was euch satt macht, von dem, was auch ihr zum Leben braucht. Nicht so, dass ihr selbst dabei verhungert oder zu kurz kommt, aber gebt von dem, wovon ihr selbst ein wenig mehr habt als die anderen. Anfangs glauben ihm die Jünger und die vielen Menschen nicht, dass sie das können, dass sie das vermögen. Wir haben doch kaum selbst genug für uns, nur 5 Brote und 2 Fische. Wie soll das für alle reichen? Doch im Vertrauen auf Gott, seinem Vater, bittet Jesus ihn um Hilfe, um seinen Segen und beginnt das Brot und die Fische auszuteilen. Und dann geschieht das Wunder. Auf einmal reicht es für alle. Ja, am Ende ist sogar noch viel mehr da, als man zu glauben wagte. Wie das Wunder der Brotvermehrung damals geschehen ist, weiß ich auch nicht genau. Ich glaube, dass es vielmehr ein Wunder der Herzen war, dass Jesus im Vertrauen auf Gott einfach mit gutem Beispiel voranging und das Wenige, was er und seine Jünger bei sich hatten, mit denen teilte, die kaum oder gar nichts hatten. Und ich denke, sein Beispiel hat dann wohl Kreise gezogen. Jeder machte wohl ernst mit den Worten Jesu, gebt ihr ihnen zu essen. So folgten sie seinem Beispiel und teilten das, was sie miteinander hatten. Und plötzlich war dann genug für alle da. So hatten sie sogar reichlich und besaßen am Ende sogar noch im Überfluss. Das Problem des Hungers, der Not und des Elends in der Welt ist daher kein Problem des Mangels, der Produktion oder Arbeit oder des Geldes und Nichtvorhandenseins an Gütern und Lebensmitteln, sondern vielmehr eine Frage der Liebe und Mitmenschlichkeit, des Teilens und Verteilens, des freiwilligen Her- und Hingebens. Darin scheint der eigentliche Mangel und die eigentliche Armut in der Welt zu bestehen. Im Sinne der göttlichen Gerechtigkeit geht es nicht darum, anderes oder fremdes Gut gleichmäßig zu verteilen und herauszugeben, sondern vom eigenen Überfluss abzugeben, zu teilen. Und das ist immer eine Frage des Herzens, meines Herzens. Und wenn jeder sein Herz und seine Hand ein bisschen öffnet und ein wenig von seiner Liebe verschenkt, dann geschehen wahre Wunder in dieser Welt und mitten unter uns. Dann kann der Hunger und Durst aller gestillt werden und die Not der Menschen ein Ende bei uns finden. Das wirkliche Wunder in diesem Evangelium ist daher für mich nicht die Speisung der 5000 Männer, Frauen und Kinder zu Zeiten Jesu, sondern das Wunder der Herzen, die sich verwandeln und verschenken können. Und diese Wunder können jeden Tag neu unter uns geschehen, mitten unter uns. Wundern wir uns daher nicht, sondern tun wir sie lieber selbst. Dann werden wir satt. Und auch der Mitmensch an meiner Seite. Dann sind wir in der wundersamen Spur Jesu. Amen.
glaube an den Vater, den Schöpfer dieser Welt, der uns mit seiner Liebe in seinen Händen hält. Er schuf aus nichts das Leben, den Mensch als Frau und Mann, die Krone seiner Schöpfung, ich glaube daran. Ich glaub an Jesus Christus, der auf die Erde kam, der Mensch wie wir geworden, die Sünde auf sich nahm. Er ist am Kreuz gestorben, doch brach er neue Bahn, denn er ist auferstanden, ich glaube daran. Ich glaube an den Geist, den man im Herzen spürt, der überall zugegen uns Gottes Wege führt. Er wird die Welt verwandeln und treibt uns weiter an, in Gottes Sinn zu handeln, ich glaube daran. Ich glaube an Gemeinschaft mit Gott als Fundament. Ich glaube an die Liebe, die einigt, was uns trennt. Wir werden auferstehen, wie Christus es getan. Die Schuld wird uns vergeben, ich glaube daran. So wollen wir für Bitte halten. Herr unser Gott, das Leid unserer Mitmenschen rührt uns an, so bitten wir dich. Für alle Menschen, die Not und Mangel leiden, Hunger und Durst, dass wir mit ihnen unsere Gaben teilen, damit alle satt werden und leben können. Herr unser Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Für all unsere Mitmenschen, die sich nach Annahme und Anerkennung sehen, dass wir mithelfen, ihren Lebenshunger zu stillen. Herr unser Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle Kranken, dass sie Heilung finden, Linderung ihrer Schmerzen, gute Pflege und Begleitung. Herr unser Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Für uns als deine Kirche und Gemeinde, lass unter uns immer wieder Wunder der Herzen, der Mitmenschlichkeit und Liebe geschehen, jeden Tag neu. Herr unser Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Für unsere Verstorbenen und all unsere Toten, lass sie Platz finden an deinem Tisch und teilhaben am Mahl des ewigen Lebens. Herr unser Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Herr unser Gott, in Jesus Christus lädst du uns ein zum Mahl der Gemeinschaft und zur Feier des Lebens. Was wir in dieser Feier empfangen, lass uns an andere weitergeben. Darum bitten wir dich in Christus, unseren Herrn. Amen.
das Leid jedes Armen uns Christus zeigt und die Not, die wir lindern, zur Freude wird, dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, dann wohnt er schon in unserer Welt. Ja, dann schauen wir heute schon sein Angesicht in der Liebe, die alles umfängt, in der Liebe, die alles umfängt. Wenn die Hand, die wir halten, uns selber hält, und das Kleid, das wir schenken, auch uns bedeckt, dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, dann wohnt er schon in unserer Welt. Ja, dann schauen wir heute schon sein Angesicht in der Liebe, die alles umfängt, in der Liebe, die alles umfängt. Barmherziger Gott, heilige die Gaben von Brot und Wein und nimm mit diesen Gaben auch uns selber an. Mache uns zu einer lebendigen Gabe, die dir wohlgefällt und den Hunger und Durst der Welt stillt. Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Erhebt eure Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. Wir danken dir, treuer und barmherziger Vater, für Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Bruder. Seine Liebe galt den Armen und Kranken, den Ausgestoßenen und Sündern. An keiner Not ging er vorüber, und sein Leben und seine Botschaft lehren uns, dass du ein Gott bist, der sich der Menschen annimmt. Darum loben und preisen wir dich, wir rühmen deine Güte und Treue und verkünden mit allen Engeln und Heiligen das Lob deiner Herrlichkeit. So loben und preisen wir dich, heiliger Vater, denn du bist immer mit uns auf dem Weg, besonders wenn Jesus, dein Sohn, uns versammelt zum Mahl des Lebens. Wie den Jüngern deutet er uns die Schrift und bricht mit uns das Brot. Und so bitten wir dich, sende deinen Geist über die Gaben von Brot und Wein, damit Jesus Christus mit Leib und Blut in unserer Mitte gegenwärtig wird. Denn als er aus Liebe zu uns Menschen sein Leben hingab, um uns zu befreien, dann nahm er beimal das Brot und sagte dir Dank, brach es, reichte es seinen Freunden und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Dann nahm er den Kelch mit Wein, dankte dir wiederum, reichte den Kelch seinen Freunden und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden, tut dies zu meinem Gedächtnis. Jesus Christus in unserer Mitte,
mitten unter uns lebendig, ein Geheimnis unseres Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du wiederkommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, haben wir uns hier versammelt und verkünden das Werk deiner Liebe, feiern das Gedächtnis unserer Versöhnung. Denn dein Sohn ist durch Leiden und Tod hinübergangen in das neue Leben, ist auferstanden zu deiner Herrlichkeit. So schau herab auf diese Gabe, auf Christus, der sich mit Leib und Blut für uns hingibt und uns in seiner Hingabe den Weg öffnet zu dir, unserem Vater. Barmherziger Gott, schenke uns den Geist der Liebe, den Geist deines Sohnes. Stärke uns durch sein Leib und sein Blut und erneuere uns nach seinem Bild. Segne unsere Gemeinschaft mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Felix und mit allen Christen auf der ganzen Welt. Lass uns als deine Kirche die Zeichen der Zeit verstehen und in der Treue zu deinem Evangelium wachsen. So mach uns offen für die Menschen um uns, dass wir ihre Trauer und Angst, ihre Hoffnung und Freuden teilen und ihnen so den Weg weisen zum Heil. Vater, erbarme dich über unsere Schwestern und Brüder, die im Frieden Christi heimgegangen sind. Gedenke all unsere Verstorbenen, deren Glauben niemand so gut kennt wie du, und führe sie zur Auferstehung. Und wenn unser eigener Weg einmal zu Ende geht, nimm auch uns auf in dein Reich, wo wir für immer die Fülle des Lebens und der Herrlichkeit erwarten. Lass uns in Gemeinschaft mit der Gottesmutter Maria, mit den Aposteln und mit allen Heiligen dich loben und preisen durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir heißen nicht nur Kinder Gottes, sondern wir sind es. Darum dürfen wir voll Vertrauen bieten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Christus sagt, meinen Frieden gebe ich euch, meinen Frieden hinterlasse ich euch. Daher bitten auch wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unser Versagen, auf unsere Fehler und Schwächen, sondern sieh auf das, was uns verbindet. Sieh auf unseren Glauben, auf unsere Liebe und schenke du uns nach deinem Willen Einheit und Frieden. Und dieser Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch und mit deinem Geist. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht Christus, der sein Leben mit uns teilte, der für uns gestorben und auferstanden ist, damit wir in ihm das Leben finden. Er nimmt hinweg die Sünde und den Tod der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. So kommt, kostet und seht, wie gut der Herr ist.
lasst uns beten und Gott um seinen Segen bitten. Barmherziger Gott, durch deine Gaben empfangen wir immer wieder neue Kraft. So bleibe bei uns und versage uns nie deine Hilfe, damit auch wir füreinander da sind und auch anderen unsere Hilfe nicht versagen. Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Der Herr schenke uns offene Ohren, die den anderen hören. Der Herr schenke uns Augen, die den anderen sehen. Er schenke uns Lippen, die gute Worte füreinander finden. Der Herr schenke uns Hände, die miteinander teilen. Der Herr schenke uns Herzen, die den anderen spüren. Dazu segne er uns im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Geht hin und bleibet in seinen Frieden. Dank sei Gott, dem Herrn. Tränen